Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, ich wollte jetzt mal gerade warten, bis die sich hier schlafen legen. Das sollte ja gegen Mitternacht eigentlich normal der Fall sein. Und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen räubern können. Weil ich habe die Kette noch nicht. Aber die scheinen sich nicht schlafen zu legen. Heilige Mutter Gottes, er ist wieder da. Wer? Ich, okay. Hier ist was, aber das kann ich, das ist eh sehr schwer. Da pennen welche. Aber die wichtigsten Leute, die pennen halt nicht. Was für ein Scheißtag. Brauch eine ordentliche Rauferei. Der pennt auch nicht. Deshalb wollen wir Mitternacht durch haben. Die Pfeile mitnehmen? Brennnessel. Brennnessel. Warten wir noch mal eine Stunde, aber ich habe das dumpfe Gefühl, die legen sich nicht schlafen. Und töten kann ich die nicht. Keine Chance. Alles niederbrennen, Zechen zerstören und erhängen, Brandschatzen abpacken, Unruhe sehen, das Leben. Tja, machen wir mal schlafen und speichern, ne? Und dann gehen wir morgen früh mal den Dude da zur Rechenschaft ziehen. Weil ich fürchtete, war das dann tatsächlich selber. Weil der Händler da hatte jetzt die Kette nicht. Und der müsste sie eigentlich gehabt haben, der hatte gewonnen. Problem wird sein, gegen diesen Rittertyp da zu gewinnen. So, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Würfel. Beschaff die Kette, ja. Ich gehe mal davon aus, dass das der Typ da war. Der hier. Weil der Gewinner des Turniers hat das irgendwie nicht, was wir brauchten.
Ach so, ich sollte mich gerade mal umziehen, ne? Besser wäre das. Wenn wir, ne, den brauchen wir. Vernietete Handschuhe, Rüstung 8. Wir haben 11, okay. 11 ist besser. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Fällt mir da gerade so ein. Geld. Die können wir auch noch lesen, ne? Da sind die Würfel. Das ist das Kloster. Ach so, das ist ja da, wo wir waren, ne? Das ist genau da, wo wir das Lager gefunden haben. Dann gehen wir mal davon aus, dass das der Typ da war. Gute Neuigkeiten, Herr Anselm. Ich weiß, wer ihn getötet hat. Wer war es? Pechuna. Ein Einheimischer, der umherzieht, um Vorräte für die Banditen zu beschaffen. Was macht dich so sicher? Kette haben wir ja jetzt nicht. Die Stiefel. Sie gehörten gewiss Alfons. Nun gut. Um den Rest kümmere ich mich. Ich stehe wahrlich in deiner Schuld. Hier, Heinrich. Für dich. Verzeih, dass ich nicht mehr dabei habe. Sollte es dich je nach Prag verschlagen, sorge ich dafür, dass es dir dort wohler geht. War mir ein Vergnügen, Herr Anselm. Leb wohl. Ein Hut. Und Groschen. Aber die Kette haben wir jetzt immer noch nicht. Wo kriege ich denn die her? Wo kriege ich diese bekloppte Kette her? Das ist jetzt die große Frage. 1,1k. Wo haben wir die Kette? Also der Typ hatte ihn wirklich getötet. Aber ich habe die Kette noch nicht. Kann da nicht speichern. Wo kriegen wir diese vertrackte Kette her?
Ja. Jetzt reite einfach geradeaus, du Nudel. Wie soll ich diese verblödete Kette beschaffen? Ich muss immer das bekloppte Lager wieder finden. Ach, das ist doch scheiße. Da ist das. Das sind so die Momente in den Spielen, wo ich wirklich passe. Wie finde ich jetzt dieses bekloppte Lager wieder? Nicht das Lager. Wie finde ich jetzt die doofe Kette wieder? Brennnessel, ich dachte, das wäre noch was anderes. Mal suchen. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. So. Oh. Wir sind zu schwer. Ich muss gerade mal was ins Pferdeinventar packen. ...62 hat die? Was hat unser Stachel? 79, okay. Edle Kettenhaube, haben wir die gar nicht an? Was haben wir denn für eine Kettenhaube an? Gar keine. Jetzt. Machen wir mal alles. Ins Pferdeinventar. Was wir so nicht brauchen.
Das wird er wieder leichter werden. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hat er was erschnüffelt? Ein guter Hund bist du. So ist's recht. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Da drin. Das Problem da drin ist, da komme ich nicht hin. Nicht ohne, dass die mich hier alle töten. Oder ich muss bis Nacht warten. Ja, lass mich volllaufen. Was soll man hier sonst tun? Bei Nacht war der Typ weg, ne? Dann könnte ich vielleicht... Wahrscheinlich ist er wieder bei seinen Köderfreunden. Könnte aber sein, dass das zu schwer ist. Ich bin so hungrig. Ich glaube, ich speichere mal. Und dann gucken wir mal, ob wir das... Okay, länger kann ich nicht. Den Rest müssen wir dann warten. Und dann probieren wir es nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück. So, gespeichert haben wir. Und dann warten wir mal. Muss jetzt leider gerade sein, weil die Kette war nicht dabei. Und das ist das Problem. Das ist das große, aber feine Problem. So, jetzt ist nämlich keiner hier. Wir probieren es einfach mal. Ja, wir können es gar nicht knacken. Kannst du mir etwas über dich erzählen? Was soll ich sagen? Ich kann etwas lesen und schreiben, also helfe ich hier und da Herrn Erhard. Wobei ich sagen muss, dass es nicht mehr viel zu tun gibt, seit der Baron unter die Räuber gegangen ist. Und was hat er vorher gemacht? Was man als Adeliger halt so... Okay. Jetzt bist du dran. Reden wir nochmal mit dem Dude. Ich kann nur noch stehlen. Was willst du? Entschuldigung. Du hast hier nichts zu suchen. Ich dachte, wir könnten noch mal reden. Was ist los? Brauchst du Hilfe? Wer ist da? Antworte! Ich möchte noch etwas wissen. Frag nur. Nochmal würfeln. Willst du eine Runde würfeln?
Schräufel, Teufelskopf. Was macht der Schrumpfwürfel? Machen wir mal den. Bin schon gespannt, wie du wirfst. Pechuna weg? Ich hab Arbeit für ihn. Wahrscheinlich ist er wieder bei seinen Köhlerfreunden. Er kommt bestimmt bald wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ist Pechuna weg? Gott, ich habe alle Würfel gehorchen dir ja aufs Wort. Bei seinen Köhlerfreunden. Aber er kommt bestimmt Was bald haben wieder. Wir denn? 3, 3, 3, 5. So, dann machen wir mal den raus und dann machen wir fortfahren. Ach, komm schon, lass mich wieder würfeln. Verschissenes Wetter, verschissene Zelte, verschissenes Lager. Du schreckst vor nichts, was? Gott sei Dank. Ach shit. Ich dachte schon, jetzt kann ich einpacken. Ich dachte, der Schrumpfwürfel wäre zuverlässiger. Gut. Hätte ja sein können. Wahrscheinlich ist er wieder bei seinen Köhlerfreunden. Aber er kommt. Ich hätte so viel Vorsprung gehabt. Scheiße. So eine Scheiße. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Was haben wir denn? 2, 3, 4. Und eine blutige Flut. Bei 3 sollte doch noch einer drin sein, oder? Ist kein Kinder weg? Ich habe Arbeit für ihn. Wahrscheinlich ist er wieder bei seinen Köhlerfreunden. Aber er kommt bestimmt bald mal sehen. Das Lagerleben ist kein Zuckerschlecken. Das war's. Scheiße. Du warst wieder nüchtern. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. So. Jo, ich lass mich volllaufen. Was soll man hier sonst tun? Ja, lass mich volllaufen. Was soll man hier sonst tun? Den hätte ich eben gebraucht, den Schrumpfwürfel. Ist Pechuna weg? Ich hab Arbeit für ihn. Wahrscheinlich ist er wieder bei seinen Köhlerfreunden. Du bist. Er kommt bestimmt bald wieder. Ich hab hier genau die. Genau die 5. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Aber 5 Würfeln sollte einer dabei sein, der passt. Ach komm schon, lass mich wieder würfeln. Ja, ja. Du schreckst vor nichts zurück, was? Ich volllaufen. Was soll man hier sonst tun? Passen wir.
Das Glück hätte ich jetzt eben mal gebraucht beim Turnier. Bin ich müde. Wahrscheinlich ist er wieder bei seinen Köhlerfreunden. Mal sehen. Was ist mit diesen verfluchten Würfeln los? Eben haben sie gut funktioniert. Also beschwer dich nicht. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Er kommt bestimmt bald wieder. Tausend fehlen uns noch. Aber jetzt wird's was. Oh, scheiß Kopfweh. Heute kann ich keinen mehr heben. Warum hat er nicht weitergemacht?200 fehlen uns nur noch. Also wenn der jetzt nicht einen Lauf hat. Was er hat. Jetzt bin ich am Arsch. Im ersten Feld wird welche ab, der uns über den Weg läuft. Bei deinem Glück ist es ein Bettelmönch, der gar keine Schuhe anhat. Sag sowas gar nicht erst. Im Ernst, da gehe ich lieber barfuß, ehe ich in diesen Arschlöchern kämpfen muss. Damit haben wir dann 200, genau, und gewonnen. Kurva! Wieso habe ich überhaupt angefangen? Ich habe noch eine Frage. Lass hören. Mehr muss ich nicht wissen. Können wir den auch zum Duell fordern? Das war Betrug. Ich fordere dich zum Duell. Was? Ist das etwa dein Ernst? Was ist hier los? Heilige Maria! Verdammt! Zahle und ich lass dich gehen. Wie du willst. Hey, wer ist da? Ich brauche diese verdammte Kette. Der hat einen gezinkten Würfel, wusste ich's doch. Aber auch der hat die Kette nicht. Auch der hat die Kette nicht. Herr, womit habe ich das verdient? Gute Frage, aber mit dir kann ich nichts Neues, ne? Ne. Ist Pechuna weg? Ich habe Arbeit für ihn.
Wahrscheinlich ist er wieder bei seinen Köhlerfreunden. Aber er kommt bestimmt bald wieder. Pass doch auf. Den könnten wir auch nochmal zum Duell fordern. Wer betrügt, kommt bei mir nicht ungeschoren davon. Ah, und ich dachte schon, heute passiert nichts mehr. Plündern. Ungeschoren kommst du nicht davon. Zahle. Sehr wohl. Was ist hier los? Nix. Was? Wer ist das? Was ist das? Hey, wer ist das? Schön ist, er wehrt sich nicht. Hat er die Kette? Auch nicht. So, wir müssen gerade mal wieder was ins Pferdeinventar packen. Zum Glück passt eine ganze Menge ins Pferdeinventar inzwischen. So. Wieso geht er nicht? Und zwar so weit weg wie möglich. Wo ist denn eigentlich der Dritte im Bunde? Wie kommen wir an diese verdammte Kette? Müssen wir die Köhler interviewen? Schlafen. Können wir bei ihm stehlen? Dann speichere ich aber lieber vorher nochmal, bevor ich mir das hier vollends vergeige. So,
ist natürlich auch die Zeit, wo sie dann langsam wieder wach werden, ne? Hm. Aber speichern ist sicherer. Definitiv. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch rum. Aber das probieren wir jetzt gerade noch, ob ich da mich anschleichen kann und stehle. Ich kann leider nicht umhauen. Doch, jetzt könnte ich. Wir probieren es gerade. Hat er die Kette? Der hat die auch nicht. Wo ist diese vermeidete Kette? Ja. Das klären wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.